Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Ja, ich habe mein CD-ROM-Laufwerk selbst repariert. Und das hat auch ziemlich gut geklappt, muss ich sagen. Ich habe es komplett auseinandergebaut und wieder zusammengebaut. Und es ist überraschend, aber ich habe es irgendwie geschafft. So, wir haben wir hier? Ach, wieder Gauner und so weiter. Oh, dann machen wir mal die Mission. Ich weiß zwar nicht mehr so genau, wo ich bin. Was? Ach du schon, ich werde hier angegriffen. Okay, Wirbelwind. So sehr umringt. Was? Wieso machst du Wirbelwind? Also. So, nächster. So, diese schnapp ich mir nicht. Irgendeine Hoffnung gehabt, das hier zu überleben? Ich denke nicht. Hallo? Also, geht doch irgendwie. Ja, blute aus. So. Ja, stimmt, wir sind ja hier Nebenquests am machen. Ach, hätte ich ja fast vergessen. Gut, dass ich mir immer so ein gutes Erinnerungsvermögen habe. Zack. So, noch mehr irgendwo Geld, obwohl ich Geld eigentlich ist das Letzte, was ich brauche. Ihr könnt mich um alles bitten. Wird erledigt. Aha. So. Oh, die Holzkühe. Was ist da? Vermummter Kurier. Ach, die kommen ja auch noch. Tür eines Blutmagiers. So. Das Quest wurde auch aktualisiert. So, Holzküste und vermummter Kurier. Das kann sein, dass ich gleich nochmal in ein Areal renne, was hier, wo ich schon war. Aha. Ja. Die Fortsetzung unserer Freundschaft ist garantiert. Klasse. Ich habe keine Freundschaft mit dir. Ich kenne dich nicht mal. Oh, dann gehen wir jetzt mal hier hin. Was ist denn das? Oh, ja, stimmt. Ja, Flemmes habe ich auch schon gegrillt. Na gut, dann gehen wir noch hier hin. Dann gucken wir weiter. Ja. Keine Kämpfe mehr? Hallo, ich will meine Karte bewegen. Und schon wieder im Bandenkampf. Hier. Ihr? Wir wollten gerade die Jungs eine Hetzjagd nach euch veranstalten lassen. Ja, was wollt ihr denn? Der Boss sagt, legt sie um! Welcher Boss? Immer noch so. Gauner, Gauner, Gauner. Das erledigt. So. Was? Ihr spielt damit heute. Ihr spielt wohl. Okay. Oh, haben noch ganz schön was geschafft. Alles gegrillt. So.
Also wenn ihr schon gegen mich verloren habt, könnt ihr mir auch ruhig eure Habseligkeiten geben. Das ist sozusagen, das gehört zum guten Ton. Okay. Liliana, kümmer dich mal darum. Das sollte kein Problem sein. Der Wunsch, was ist das denn? Der letzte Wunsch. Im Gesindeviertel, ja, da komme ich ja noch nicht rein. Da komme ich erst gleich rein. Oder komme ich da jetzt schon rein? Nee, glaube ich nicht. Aber wir kommen da bald rein. Und da haben wir den nächsten vermummten Kurier. Bist du auch mein Freund? Hiermit besiegelt ihr den Erfolg eurer Gilde. Scheint so zu sein. Kenne ich zwar nicht, ist mir auch vollkommen egal. So, soweit ich jetzt weiß, müssen wir... Was zur Hölle? Ah, noch mehr Deserteure. Wusste ich doch, dass es auch noch kommt. Gibt es irgendein Problem? Oh, worum geht es? Ich habe befürchtet, dass dies geschieht, aber ich hatte gehofft, dass nicht ihr mich aufsuchen würdet. Ich habe keine Wahl. Vergebt mir, Wächter, aber ich kann nicht mit euch zurückkehren. Warum? Wie ihr. Hallo? Stirbst du wohl mal? So, waren das jetzt alle davon? Gut, dann haben wir das also geschafft. So. Die andere Mission, die wir von denen gekriegt haben, können wir erst machen, sobald wir ins Gesindeviertel kommen. Und dann geht's auch so allmählich los mit Quest aufräumen und so weiter. So, aber den Abschnitt hätten wir auch geschafft. So. Er ist hier nicht, dann kommen wir jetzt hier wieder zurück. Das sollte kein Problem sein. Anwesend des Arls von Ritzcliff, was ist das? Und auf einmal taucht hier was auf. Och, gehen wir doch mal rein. Mehr zu verlieren haben wir ja nicht. Außer weiter Areale zu durchsuchen. Und verdächtige leerstehende Gebäude, hä? Okay, hier sind Magier. Hier sind Magier. Schnell. Wir haben einen Eindringling. Du bist tot. Und Kunari-Söldner. Noch ein Söldner. Au. Vorsichtig. Vorbei. So. Wird erledigt. Gut, dass wir so absolut gar nichts davon benutzen. Trotzdem nehmen wir die Erfahrungspunkte dafür noch mit. Und mal wieder zwischenspeichern. Also irgendwie habe ich ein ganz mieses Gefühl. Scheint wohl erst in der nächsten Halle soweit zu sein. Fangen wir an. Vorbereiten. Die warten ja nur auf mich.
So. Magier? Keine Magier. Sehr schön. Und los geht's! Ah! Wer hast du getraut? Ah! Hallo? Nein. Na klasse, was ist das? Nur wegen der Falle getreten. Oh, 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 oh. Söldner, 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 Konari, Söldner, Schurke, Söldner, Wunsch. Du zuerst! Alter, oh, Schönheit. Das tut weh. Ja, jetzt muss ich mich auch noch um den hier kümmern. Und der Rest wird wohl keine Schnitte mehr gegen mich haben. So, laufen wir mal. Da ist tatsächlich ein Magier. Wie komme ich denn jetzt an den dran? Dann muss ich jetzt mal den hier grillen. Sehr schön. Nein. Ah, ich bin krepiert. Klasse. Jetzt hast du ein Problem. So. Der Sieg gehört mir. So. Scheiß Magier. Deswegen kann ich Magier wie die Pest. Ich habe natürlich eine Wunde. Nö, ich habe gar keine Wunde, obwohl ich gestorben bin. Seltsam, seltsam. Nun ja, dann, wenn ich keine Wunde habe. So. Das sollte kein Problem sein. Chloriumtränke kann ich jetzt natürlich sehr gut benutzen. Ne? Bist natürlich. Naja, die dämliche Falle, wo ich voll drauf getreten bin, weil ich die nicht rechtzeitig gesehen habe. Ich frage mich, warum der die nicht ausgelöst hat. Der ist dazu allererst reingetreten. Und statt Lyrium-Tränke, ich brauche Heilung. Hallo. So. Sollte kein Problem sein. So, der erste ist tot, der zweite. Direkt kann sich ruhig regenerieren, das muss ich bei dem Schaden, den ich mit meinem Schwert dann mache, auch nicht sehr viel. Bist ja nur noch am Heilen. Oh, Kopf ab. Jetzt verliere mal nicht den Kopf hier. Irgendwie freue ich mich richtig, das Spiel wieder. Oh Mann. Zu spielen. Ich hab's richtig vermisst. Aber jetzt, wo ich mein CD-Rumlaufwerk wieder habe. Ah, ehrlich. Oh mein. Was ist das? Helm des Henkers. Ach, ist schwächer als der, den ich habe. Aber vielleicht. Vielleicht. Klagende Klinge auch sehr cool. Kann ich noch mit Runen verstärken. Aber da ich die Runen lieber meiner Armee gebe. So. Och. Alter, was trägst du denn? 270.
den wollte ich mir eigentlich noch aufheben. Das können wir dann gleich machen, sobald ich wieder woanders noch gereist bin. Hey! Eine Truhe, die verschlossen ist. Nicht mehr lange. Zäh. Das war selber sehr viel beeindruckend. Das habe ich hier bisher noch nicht gefunden. Oh, hier sind zwei Gegner. Was zur Hölle? Wieso konzentriert ihr euch auf mich? Ich sehe da nichts. So. Natürlich. Hallo. Vorsicht. Was? Oh, hätte ich eigentlich machen können. Ich hätte Severan hier sehr gut mitmachen können, da ein Bogenschütze hier eigentlich relativ unsinnig ist. So. Weil das hier ist alles Close Combat Range. So. Eine Falle. Wow. Direkt vor uns. Direkt vor mir, einen Schritt weiter und ich werde direkt drauf gesammelt. Oh, ich starte gleich wieder ein Level auf. Wow. Was ist passiert? Wieso bist du so langsam? Mann! Ey, lass mich los, lass mich los. Verdammter Blutmagier. Haha, jetzt hab ich dich. Ich freu mich hin. Wow, jetzt aber mal. So. Das war knapp. Aufstieg, juhu. Wusste ich doch. Was ist das denn hier überhaupt für eine Mission? Wie ihr wünscht. Das werde ich wahrscheinlich erst sehen, wenn das Questblock abgedatet wird. Oder da gibt's doch. Ne, mit dem Ärger im Gesindeviertel, das kann's noch nicht sein. So, Stufenausstieg. Und in Stärke, yep. Champion haben wir voll, zwei Waffen haben wir voll. Oh. Gehen wir auf den Berserker drauf. Das kann ich nur durch. Aha. Hier haben wir nichts. Dann geht's weiter. Hier haben wir auch nichts. Jetzt muss man sich hier natürlich den besten. Ach, könnte ich nur reinsehen, was da ist? Ach, kann ich leider nicht. Schade. Speichern wir mal lieber. Also, wer jagt hier einen Schock durch? Könnte nur einer von den Magiern sein. Oh, Magier hat den Kopf verloren. Tut mir sehr leid. Nur nicht wirklich. Hast du selbst deine eigene Truppe getroffen? Du bist tot. Das war's mit dem Magier. Der Rest ist nebensächliche Nebensache. Sag dich doch, der Rest ist Nebensache, sobald die Magier weg sind. Das
Das sollte kein Problem sein. Natürlich, wenn man sich nicht auf die Magier konzentriert, dann ist man sowieso relativ schnell weg. Ach, alles zu verkaufen. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt noch Sachen aufnehme. Ich über... Wie viel Gold habe ich? Über 300 Gold. Okay, hier sind wieder jede Menge drin. Hilfe! Oh, was ist das? Ich konnte reingucken. Ich sehe da drin leider nichts. So. Der Erbauer schütze uns! So, nachgucken, nachgucken, nachgucken. Da haben wir Magier. Natürlich. Yeah, ich bin hier auch noch verlangsamt worden. Schneller. Wir müssen den Magier erwischen. Bevor er irgendwas Großes macht. Sowas wie das zum Beispiel. Und los geht's! Ja. Oi, oi. Oh, ich bin ja nicht schwach. Oh, gut, zum Teil für uns runter. So, jetzt bring ihn endlich um. Alles erledigt. Sehr schön. Aber nur Lyrium-Tränke. Mach mal die Barrikade da weg. Puh, ich würde sehr viel darum geben, mal wieder hier. Wird erledigt. Wow, das ist geschafft. Was war das denn jetzt hier für eine Mission? Das wird jetzt mal erlaubt gut. Ihr? Ich oh, könnte Gott. Das machen. Ja, ich sehe schon. Schild des Magisters. Okay, das ist doch schon mal was Nützliches, mit dem man was anfangen kann. Die hatte sowas noch gar nicht. Habe ich denn noch Ringe für die? Anscheinend nicht. Schade. Aber was soll's. Jetzt ist hier gleich viel besser für den Kampf gerüstet. Ansonsten... Da haben wir noch einen Schrank. Ja, Speicher. Ich weiß nicht, wie ihr bis hierher überleben konntet. War es Glück? Oder Vorsehung? Einerlei. Denn ihr werdet nicht länger überleben. Nehmt das! Jetzt kommt irgendwas mit Dämonen oder sowas. Nee, doch nicht. Ja, ich sehe schon. Ich kümmere mich um den Anführer. Yep. Wie, der kann angreifen. Ganz klar, das allererste Spiel. Na los, kill ihn endlich. Ja. Yeah. Und sei nicht nett zu ihm. Noch irgendwo Magier? Ah, da ist noch ein Magier. So, du bist auch tot. So, was für eine Quest war das denn jetzt? Ach so, ja, das war der Brief. Schlüssel zum Schlafzimmer. Speicher der Dalish. Okay. Ich glaube, den können wir hingeben, da die sowieso keine Ringe zur Zeit hat. Die hat auch nichts. Ei, ei, ei.
So. Gebt mir euer Geld. Ihr habt Schulden bei mir. Ach ja, ich habe das Schlafzimmer geknackt, ne? Klasse. Ich dachte eigentlich, dass der ein paar Dämonen beschwören würde. Anscheinend. Irren ist menschlich. Die beiden habe ich geklärt, da war ich auch schon so. Dann gehen wir zurück zum Marktviertel. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo Heilungssachen wieder kriege. Und sobald wir dann beim Zimmer des Arztes sind. Ebenso wie es nur eine Welt, ein Leben und ein Tod abgeschlossen? So gibt es. Hunderte von Pfeilen hatten ihn durchbohrt. Kleine wie große Leiden quälten ihn. Doch sein Herz war stark. Und er ging weiter. Was? Ja, Quests absolviert. Das Gesetz der Gasse. Es wird keine Nachspeise wird erledigt. Das ist wahrlich gibt ein Wunder. Gibt es keine neuen Quest? Wieso blinken da die Deponino? Ach ja, mir fehlt ja noch ein Leichnam, glaube ich. Was? Es wird keine Nachspeise erwähnt? Also. Das ist wahrlich ein Wunder. Hast du mir irgendwas zu erzählen? Hier ist ein kleiner Bonus, als Zeichen der Freundschaft. So. Ist auch keine Quests mehr. So, Quests absolviert. Blutige Warnung. Was haben wir denn Orte gemacht? Im Denneram fehlt mir noch das hier. Ich habe auch noch nicht alle Gebüsche. Ach so, da habe ich ja viel abzuschließen, ne? Ach ja, das ist ja nur leicht verschwinden lassen, aber dafür, da wir dafür noch nicht alle haben, können wir das noch nicht machen. So. Vorsichtig mit dem Paket, du faules Ding. Es ist mir. Glotz mich. Ihr seid zurück. Braucht ihr etwas? Oh ja. Ja, da behalte euch mal ein bisschen. Ich brauche eigentlich Heilmittel, aber wie ich sehe, hast du sowas nicht. Das gefällt mir gar nichts. Du hast ja gar nichts, praktisch gesagt. So, das kann weg, das kann weg. Usurus, das behalten wir. Dankenschwert. Mareks Klinge behalten wir auch. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Ja, das brauche ich auch nicht. Das kann auch weg. Das behalte ich. Ne, das kann weg. Das brauche ich nicht. Ich brauche nur die Klinge. Oh, jetzt habe ich eine Rune verkauft, oder? Ach, ist auch egal. Dich mein Vater nach Süden in den Kampf gegen die dunkle Brut schickt. Zwergenhandwerk. Dori. Willkommen zurück. Möchtet ihr euch noch etwas anderes ansehen? Wir haben nur die herausragendsten Waren, direkt aus Orsama. Jedes dieser Stücke trägt das Qualitätssiegel des Vaters. Ja. Ich brauche aber Heilung. Her. Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk, direkt aus Orsama. Etwas Besseres findet ihr nicht. Ah, Schlüssel erforderlich. Ah ja.
Da haben wir All E-Mail. Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk, direkt aus Orsama. Etwas Besseres findet ihr nicht. Gehen wir es mal hier rein. Irgendwo müssen wir anfangen. Ihr seid ein Narr. Warum sollte Logan unsere halbe Armee dem Tod überlassen, wenn eine Verderbnis droht? Ich glaube ihm, die Schlacht war nicht zu gewinnen. Aber selbst ihr müsst doch zugeben, dass die Sterblichkeitsrate der Berater der Krone verdächtig hoch ist. Bryce, Urien, Eamon. Eamon ist nicht tot, was umso schlimmer ist. Unglücklich. So. Zitan wurde überrannt. Und ich habe im Moment nur wenig. So, was seid ihr hier für Leute? Was glotzt du so? Wir sind die roten Ruderer. Ja, soll ich jetzt Angst haben? Beschwerden? Wir haben jede Menge Geld und brechen keines eurer Gesetze. Ich spucke auf deine Beschwerden. Aha. Seht ihr? Darum haben wir die Wache gerufen. Die machen nur Ärger. Hier schmeckt uns das Bier aber am besten. Und der Wein. Und es ist weniger Kotze auf dem Boden. Solange wir zahlen, bedienen sie uns schon. Adlige! Vielleicht hast du recht. Gut, wir gehen. Wir wollen keine Schwierigkeiten mit Adligen. So, siehste, das haben wir auch gemeistert. Die roten Ruderer. Gute Arbeit, wie ihr das Gesindel verjagt habt. Ich hab's nur ein bisschen überredet. Ein bisschen Wahrheit schadet nie. Die Freischärler danken euch. Kein Problem. So, Todesnachrichten habe ich auch. Hier irgendwas Neues? Nein. Klasse. Gute Arbeit, wie ihr das Gesindel verjagt habt. Was hat Eamon wohl vor? Er wird uns doch nicht glauben machen wollen, dass Elnora trotz Beratung durch ihren Vater unfähig ist zu... Klasse. So, was soll denn Meister Ignacio? Keine Ahnung. Seid ihr wegen eines Hinweises hier? Vielleicht können wir uns ein wenig unterhalten. Ihr seid von großem Interesse für mich. Wen macht ihr verantwortlich, wenn jemand stirbt? Das Schwert oder seinen Träger? Die Krähen sind Schwerter. Instrumente, die ein anderer für seine Zwecke nutzt. Eines unserer Schwerter wird angeheuert. Dann werden es und seine Helfer den Auftrag ausführen oder bei dem Versuch sterben. Als Gesamtheit haben die Krähen keine feste Ausrichtung. Ferelden sieht sich mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert. Die Verderbnis, ein Bürgerkrieg, sonstige Probleme. Viele Leute kommen nicht miteinander aus. Manchmal kommen sie wirklich nicht miteinander aus. Möglicherweise möchtet ihr ja etwas dagegen unternehmen. Auf Leute, die derartige Dinge regeln können, könnte eine Menge Arbeit warten. Einen Auftrag richtig zu machen, kostet Zeit. Man ist stolz auf seine Arbeit und so. Aber die Kunden haben gewisse Erwartungen. Es gibt nicht viele, an die man sich wenden kann, wenn einem für bestimmte Aufgaben die Mitarbeiter fehlen. Jemand, der eine Begegnung mit uns überlebt hat. Nun, er könnte uns vielleicht helfen. Etwas Geld verdienen. So gewinnen alle. Ich gebe euch eine Schriftrolle. Ihr lest sie und erfahrt etwas über eine interessante Person. Solltet ihr feststellen, dass dieser Person ein Unglück zugestoßen ist, dann sprechen wir wieder miteinander. Und ich bezahle euch dafür, dass ihr mich informiert habt. Das gefällt mir nicht.
Wenn euch das auf der Schriftrolle nicht gefällt, tut ihr gar nichts. Möglicherweise hat die Person ja einen Unfall und jemand anderes erzählt mir davon. Das liegt nicht in meiner Macht. Ihr seid der Auftrag eines Meisters. Aber wenn ihr uns helft, dann könnte es sein, dass dieser Meister nur auf Schweigen stößt, wenn er um Hilfe bittet. Nicht wahr? Hier habt ihr sie. Eine interessante Lektüre. Keine andere Wahl. Wenn das alles war, wünsche ich euch viel Glück. Ja, Win, du magst mich dadurch nicht, aber es ist mir vollkommen egal, wem soll ich denn umbringen. Peter, du solltest. Den habe ich schon beseitigt. Wie hat euch die Lektüre gefallen? Ihr solltet mich wirklich nicht bin tot auszuschauen. Was? Habt ihr euch schon? Ich hätte es wissen müssen. Gut gemacht. Vielleicht möchtet ihr einen Blick in die Truhe hinter mir werfen. Möglicherweise findet ihr dort ja etwas Interessantes. So. Okay, gut. Also Wald von Denneren. Das können wir auch machen, bevor wir wieder zum Aal gehen. Upsa. Die beiden schalte ich dann auch noch aus. Ist mir egal, ob man das mag oder nicht. Manchmal muss man Dinge machen, auch wenn man sie nicht mag. Was darf es denn sein, Fremder? So. Oh, sehr schön. Was darf es denn sein, Fremder? Natürlich. Seht euch einfach um. Heilmittel? Rezepturstärke, Verletzungsausrüstung. Schon mal zur Vorsicht, falls ich nichts finde, kann ich immer noch was kaufen. So, dann erledigen wir jetzt erstmal die Söldner. Dann den Botschafter in Orsama. Königlichen Palast von Orsama, nichts sogar. Dann haben wir erstmal. Wer ist das? Achso, ja, Stadtwachenmission. Die haben wir gerade auch erledigt. Edwina sendet euch ihren Dank, dass ihr euch um die roten Ruderer gekümmert habt. Allerdings ist sie enttäuscht, dass es keinen Kampf gab. Was? Hier ist eure Bezahlung. Ihr habt mir wirklich sehr geholfen. Hätte ich sie zerlegen sollen oder ich was? Ich habe etwas für euch. Dank dem, was ihr für uns getan habt, ist es um das Marktviertel jetzt deutlich besser bestellt. Ich weiß, es ist nicht viel, aber hier habt ihr ein weiteres Zeichen meiner Dankbarkeit. Viele Leute schlucken einfach jede Lüge. Aber wir glauben euch und wir werden weitererzählen, was wir über euch und die Wächter wissen. Aha, wieder Danke. Mal. Ein... Du hast gesagt, ja stimmt, ja, das war auch sein. Danke für eure Hilfe. Weitere Sachen hast du nicht zu sagen. Sehr schön, dann kümmern wir uns jetzt. Wer bist du? Eine Freude, euch wiederzusehen. Oder seid ihr der Gerüche der Stadt müde und möchtet meine Öle aus Orlais erstehen? Das ist ein... mit dem... Ja, vielleicht wollt ihr zum Rüstungsschmied Wade im Süden. Er soll ein wahrer Künstler... der Gru... Und wenn ihr durstig seid, geht in die Taverne zum angenagten... Ja, yeah, da gibt's auch noch eine Taverne, aber die mal, um die kümmere ich mich gleich. Ich mache jetzt erstmal die Mission. Sobald die zwei Missionen, ich glaube, wir werden eine schaffen, vielleicht auch beide, dann werde ich diesen Teil beenden. Dann gehen wir über zum nächsten, beenden die Mission, zack. So.
Söldner, ihr habt euch den falschen Tag ausgesucht, um Stunk zu machen. Hier ist ja was los. Ich sehe nicht mehr. Hallo, die Übersicht verloren. Ja, ich bin verloren. Wer ist denn da? Keiner ist gekommen. So. Hey, ich hab einen Funkenschlag gefehlt. Gibt's das tatsächlich noch? Na, was hast du hier drin? Nichts wirklich Interessantes. Ich bin hier. Okay. So, dann geht's jetzt nach Orsama. Natürlich. In den königlichen Palast irgendein Botschafter grillen. Oh, die Verderbnis ist aber schon ganz schön weit vorgedrungen. Nichts passiert, sehr schön. Gut, fangen wir an. Ab zum königlichen Palast. Das ist aus Harrowmont, was ich hier sehe. Aktuelle Nachrichten! Anhänger des entehrten Lord Harrowmont gehen auf die Straße! Tumult steigt um 10% an! Was eine Nervensäge, königlicher Palast. Wie ihr wünscht. Trägheit Wollos und des Stolzes. Der Trägheit, der gefällt mir irgendwie, der ist so ein chilliger Typ. Da oben. So, da werden wir den jetzt beseitigen. Rein da. Irgendwelche Magier? Ich will noch nicht hoffen. Sieht aber nicht so aus. Oh, die umringen mich. Sehr schön. Was? Scheiße. Sofort aufhören. Ey, wo bin ich denn hier? Irgendwie häng ich hier fest. Kannst du nicht einfach umfallen und sterben? Ich habe zwei der mächtigsten Schwerter des Spiels in der Hand. Da verdiene ich, dass ihr schnell sterbt. Irgendeiner macht hier ständig festhaltenden Schuss. Wer ist das? So, du bist tot. Und? Gainly. Ständig von unseren Botschafter Quengli. Wirklich viel hast du nicht ausgehalten. So,
Quengli ist gestorben. So, dann beenden wir diesen Teil jetzt hier. So. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, bin ich dann schon in Denerim da vor der Taverne, weil das ist dann einfach ein bisschen schneller. Ich muss ja jetzt nicht den ganzen Weg euch zeigen, wie ich wieder zurücklaufe. Das bringt ja nicht viel. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dragon Age Origins.